Hi ihr Süßen und welcome back zu einem neuen YouTube-Video und ich zeige euch heute, wie ihr ein richtig geiles, flawless Make-up hinkriegt, das auch mega lange hält, auch zum Feiern oder egal wie, einfach die perfekte Base. Ich mache als allererstes mal eine Sache, die ich normalerweise nicht machen würde und zwar werde ich Augenpatches drauf machen, weil ich habe ein bisschen Kopfschmerzen und ich habe die Hoffnung, dass mir das helfen wird. Ich habe dafür von Pixi sind die. Das ist so, ich glaube, das gibt es jetzt auch von Essence. Ich kaufe das von Essence. Diese Augenpads sind alle gleich. Aber als ich das gekauft habe, gab es das noch nicht von Essence. Und da sind halt so mehrere drin. Das ist echt ziemlich nice. Dann ist es Zeit, meine Augenbrauen zu machen. Da habe ich momentan sogar gerade erst ganz so eine neue Routine für mich entdeckt. Und die zeige ich euch jetzt. Als erstes nehme ich dieses Brow Styling Set von Essence. Kauft es nicht. Kauft einfach eine klare Seife. Das hat den gleichen Effekt. So. Jetzt braucht ihr irgendeine Augenbrauenbürste. Jetzt nehme ich hier einfach ein Face Spray. Könnt ihr einfach Wasser nehmen. Und sprühe damit halt diese Seife an. Um Anja zum Flug zu kommen, schabe ich hier einfach so lang an diesem Ding. Habt ihr hier halt so was drauf und das kämme ich dann so vorwärts und rückwärts in meine Augenbraue rein. So, auch immer schön gegen die Wachstumsrichtung, weil sonst hält es nicht gut. Jetzt nehme ich mir einen kleinen Spiegel, meiner ist von Ikea. Ja, falls es irgendwie interessiert. Und kämme die erstmal einmal nach oben. So, wenn das dann so aussieht und es relativ nach oben gebürstet ist, nehme ich einfach so die Ecke in dem Bürstchen und befördere die so in die Richtung, die ich haben möchte. Und dann sieht das ungefähr so aus. Jetzt nehme ich hier die andere Seite und drücke das platt. Andere Seite ist jetzt auch ready und jetzt nehme ich den Stift, ich habe nur noch einen alten. Und mit dem werde ich jetzt so ein bisschen einfach die Lücken ausfüllen, die ich habe. Auch wirklich ganz, ganz leicht. Der ist, by the way, ein mega gutes Dupe zu dem Precise New My Brow Pencil von Benefit und kostet nur so knapp 3 Euro. So sehen dann meine Augenbrauen fertig aus. Ich finde es momentan einfach am schönsten. Das gefällt mir richtig, richtig gut so. Jetzt, wo meine Augenbrauen fertig sind, werde ich auch meine Augenpatches einmal abnehmen. Genau, wenn eure Base bzw. eure Hautpflege perfekt ist oder eure Hautpflege optimal ist, damit euer Make-up tausendmal besser aussehen und tausendmal länger halten. Deswegen ist das sehr, sehr wichtig. Auch hier starte ich wieder mit einem Face Spray. Das, was ich in die ganze Zeit nehme, ist das Mario Badescu Facial Spray with Aloe Cucumber and Green Tea. Keine Ahnung, ist 100 Jahre alt. Dass mein Gesicht angefeuchtet ist, ist super wichtig, weil das nächste Produkt am besten auf angefeuchteter funktioniert und die hört, ich klappe schon rum. Und zwar ist das Hyaluronsäure bzw. Hyaluron Serum. Da meint es von The Ordinary und hat 2% Hyaluronsäure und Vitamin B5. Ich mag das sehr, sehr gerne. Es ist halt einfach super feuchtigkeitsspendend. Dann benutze ich sehr gerne immer noch ein Serum und zwar das Magic Crystal Clear Elixir von Charlotte Tilbury. Finde ich auch mega gut. Ja, das haut auch noch ins Gesicht. Ihr könnt weiter eure ganz normale Morgenroutine machen. Ihr solltet nur darauf achten, dass nicht sehr ölhaltige Produkte enthalten sind, weil die meisten Foundations auf Wasserbasis sind. Das heißt, wenn ihr vorher ein Öl auftragt, dann wird sich das separieren. Ich weiß, ich bin mir sicher, ihr kennt das, Öl und Wasser zusammen, Öl wird immer oben drauf schwimmen. Und das heißt, dann habt ihr, dass euer Make-up so krass fleckig wird und sich so absetzt. Deswegen achtet auf jeden Fall mit der Hautpflege immer drauf, dass die nicht zu fettig ist, sondern eher Feuchtigkeit spenden. Das ist die Origins Gin Sizing Oil-Free Energy Boosting Gel Cream. Die finde ich sehr nice. Ich habe die in Norwegen im Urlaub gekauft, weil ich irgendwie keine Creme hatte. Keine Ahnung. Und ich mag die sehr gerne als Make-up-Base. Falls ihr, by the way, Interesse an bestimmten Make-up-Looks habt, schickt mir die super gerne auf Instagram zu. Coolen Look auf Pinterest oder so. Schickt mir den gerne oder schminken wir den zusammen nach und ich erkläre euch so ein bisschen, wie ich das gemacht habe. Meine Haut sieht ja jetzt soweit so gut ganz flawless aus. Wenn ihr jetzt einen Augen-Make-up-Look machen wollen würdet mit sehr viel
Eyeshadow oder mit Glitzer würde ich das jetzt machen, bevor ihr irgendwas anderes drauf macht. Das Augenlid einfach mit dem Concealer preppen. Lidschatten machen, dann könnt ihr alles Fallout unter den Augen nochmal wegwischen und die Hautpflege hat noch Zeit einzuziehen. Und dann würde ich erst mit Primer beginnen, was wir jetzt aber schon machen, weil ich heute kein fancy Augen-Make-up geplant habe. Als Primer benutze ich immer den Milk Hydrogel Primer. Das ist meiner Meinung nach der beste Primer, der existiert. Ich liebe den, der ist wirklich großartig. Der ist super feuchtigkeitsspendend. Und hinterlässt euer Face aber richtig sticky. Das heißt, das Make-up klebt da drauf wie auf Sekundenkleber. Und dementsprechend hält das halt auch unnormal gut. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Aber ich denke mal schon. Dann nehme ich noch immer gern irgendeinen Pore-Minimizing-Primer um meine Nase herum, weil da die Poren sonst sehr stark sind. Gibt es ganz viele Möglichkeiten. Ich werde heute mal den Professional von Benefit nehmen, aber wie gesagt, es gibt jede Menge porenverkleinernde Primer. Als nächstes kommen wir schon zu Foundation. Ich werde euch erstmal ein paar Empfehlungen geben mit Foundations, die ich sehr gerne mag. Ganz, ganz Natural Finish und auch am günstigsten ist diese hier, die ist von L'Oreal. Das ist so ein getöntes Serum. Mega. Hat wirklich nicht krass viel Deckkraft, aber sieht unfassbar gut auf dem Gesicht aus. Zweite Empfehlung ist meine Dior Backstage Foundation. Ihr seht, ich habe meistens alles in zwei Farben. Ich liebe die auch. Die ist großartig. Und meine letzte Empfehlung jetzt erstmal ist diese hier, die wir auch benutzen werden. Das ist die Beautiful Skin Foundation von Charlotte Tilbury und die ist ein Traum. Wenn ich euch sage, das ist wirklich eine der besten Foundations, die ich jemals benutzt habe, then I mean it. Also wirklich, diese Foundation, ich weiß nicht, was da drin ist, aber nichts sieht auf meiner Haut jemals so gut aus wie diese Foundation. Ihr seht ja schon, ich habe es auf der Hand drin gemacht und tupfe das jetzt auf mein Gesicht so ein, um das zu verteilen. Das hat den Hintergrund, dass wenn ihr, weil ich habe einmal dann das Dingelt, dass wenn ihr mit dem Schwamm nach herauf geht, wird er noch ein bisschen Produkt aufsaugen. Und wenn ihr es jetzt direkt mit dem Schwamm verteilen würdet, würde der da schon sehr viel Produkt mitnehmen. Das wollen wir nicht. Deswegen, ja, ganz gerne so. So, jetzt nehme ich den Schwamm, gehe über die Reste auf meinem Handrücken und werde das einfach einarbeiten. Es tut mir sehr leid fürs Armband, aber ich kriege das nicht alleine ab. Ich glaube, es wird klar, was ich damit meine, dass die Foundation super flawless aussieht. Es sieht einfach aus wie meine Haut, aber besser. Und jetzt machen wir weiter mit Contouring. Und ich weiß, viele werden jetzt erwarten, weil in allen flawless Make-up-Routines sind diese beiden oder dieser Kollege ein Teil davon. Und zwar den Contour One von Charlotte Tilbury. Ich bin kein Fan von den Produkten. Die sind gut, aber das ist besser. Es ist auch Charlotte Tilbury, weil diese Marke ist einfach ein Traum. Also dagegen kann mir halt niemand was sagen. Aber das ist halt der Beautiful Skin Bronzer. Und der ist von der Konsistenz ein bisschen fester. Aber es ist auch ein Creme-Produkt. Und ihr seht, das ist riesig. Und der Unterschied zwischen dem Ganzen ist, es kostet, ich glaube, das kostet 10 Euro mehr. Ihr habt ungefähr doppelt so viel Produkt wie in dem. In diesem hier geht die Hälfte noch in diesem Schwämmchen hier verloren. Und ihr habt wirklich einfach nichts gefühlt davon. Deswegen kauft euch das. Also wenn ihr ein Charlotte Tilbury Bronzing Produkt haben wollt, kauft euch lieber das hier. Weil das wird euch einfach tausendmal länger erhalten bleiben. Und mit dem tupfe ich hier rein. Und dann trage ich das einfach auf wie ein Puder-Bronzer prinzipiell. Ich bleibe nicht auf meinem Gesicht, also ich schnipse das immer so nach oben, wenn ihr wisst, was ich meine. Also es ist mehr so eine tupfende Bewegung als eine reibende. Und last but not least noch auf die Nase, weil das ist der einfachste Weg, um eure Nase zu konturieren. Ihr haut einfach eine Tonne Liquid Bronzer drauf, so. Und das bessern wir jetzt gleich mit hellem Concealer aus. Jetzt sieht das gerade noch ein bisschen fleckig aus. Wieder der Sponge, die Seite, mit der ihr auch schon die Foundation aufgetragen habt. Wenn noch Reste dran sind, dann arbeitet das Ganze nochmal ein bisschen schöner
Ein, wenn ihr eure Foundation mit dem Pinsel auftragt, nehmt auch den gleichen Pinsel. Es sieht einfach viel verbundener aus, es ist viel schöner. Jetzt für einen absolut nice Blush-Effekt, Rare Beauty Happy. Ich weiß, es ist super schwierig momentan zu finden, aber das ist wirklich ein super schöner Blush. Die Farbe ist mega. Wenn ihr was anderes hellrosanes findet, wird das einen sehr ähnlichen Effekt haben. Vielleicht habt ihr mehr Glück bei diesen Rare Beauty Blushes. Die sind von, also vom Aussehen meiner Meinung nach relativ ähnlich. Ich glaube, da gibt es auch einen hellrosa. Oder wenn ihr Milk Make-up Work und Perk mischt, was ich glaube ich sogar heute machen werde, da habe ich gerade mehr Lust drauf, kommt ihr auf einen sehr ähnlichen Ton. Diese Milk Make-up Blush Sticks sind der Hammer. Ich liebe die, die sehen so gut aus. Mir ist nur dieser hier ein bisschen zu kühl und dieser mir ein bisschen zu warm, deswegen mische ich die sehr gerne. Und dann tupfe ich hier einfach einmal in beide so rein und dann trage ich das hier auf. Und auch diesen einmal oben auf der Bridge von der Nase und einmal von unten an die Nase. Es gibt so einen ganz süßen Stupsnaseneffekt. Und ihr hört an meinem Armband, dass ich immer am Tupfen bin. Niemals am Ziehen oder am Reiben oder irgendwas. Dann zieht ihr immer alles mit. Wenn ihr tupft, dann bleibt alles auf der Stelle, wo es gerade ist. Und es hat auch irgendwie ein bisschen einen glowigeren Effekt, meiner Meinung nach. Meine Kamera ist gerade ausgegangen. Ich habe gerade gesagt, jetzt kommt Concealer. Da habe ich 3 Empfehlungen für euch. Alle relativ teuer. Ich habe noch keinen guten Concealer in der Drogerie gefunden, muss ich ehrlich sagen. Dieser Elf Hydrating Concealer ist meiner Meinung nach okay. Den habe ich bei ASOS bestellt. Aber ich bin nicht so happy mit Drogerie-Concealern. Ich habe einmal, das ist wahrscheinlich die günstigste Variante, den Too Faced Born This Way Concealer. Aber in dieser großen Variante, da habt ihr super viel Concealer, der hält ewig. Und das ist besser, als wenn ihr diesen Born This Way, den kleinen davon kauft, weil es ist, glaube ich, literally das gleiche Produkt. Also der sieht super flawless aus. Dann den Dior Forever Concealer, der ist auch mega, der hält auch ewig. Unglaublich schöner Concealer. Und aktuell mein Favorite, oder Sexer bei mir auch immer, ist der NARS Radiant Creamy Concealer. Den finde ich auch unglaublich schön. Diesen werde ich jetzt auch mal nehmen. Und ich trage ein bisschen unter meinen Augen auf. Achtet auch darauf, dass möglichst wenige Produkte vorher unter euren Augen gelandet sind. Sonst sieht der Concealer schnell nach sehr viel Produkt aus und das wollen wir nicht. Genau. Wir wollen nämlich nicht zu viele Produkte überlagern, dann wird es nämlich cakey. Ich hatte ja schon gesagt, wir wollen meine Nase noch konturieren. Und dafür nehmen wir jetzt einen hellen Concealer. Dafür nehme ich jetzt diesen hier, der ist von Lancôme. Den finde ich auch sehr gut, vor allen Dingen zum Highlighten finde ich den mega. Der super interessantes Dings. Den trage ich jetzt auch nochmal unter meinen Augen auf. Hier an der Seite. Und das gibt dann einen leichten Cat-Eye-Look. Auf der Nasenspitze einen Punkt. Hier einen Punkt oder hier einen Strich. Dafür nehme ich jetzt in jedem Fall den Pinsel, weil der ist einfach präziser. Da kann ich darauf achten, dass mein Produkt da bleibt, wo ich es gerne hätte. Und werde jetzt den Concealer hier an der Nase noch so ein bisschen hochschieben. Dadurch kriegt ihr eine schmalere Nase. Und hier dafür sorgen, dass es wie so ein Eyeliner, also als hätte ich meinen Eyeliner korrigiert prinzipiell mit dem Concealer ist. So sieht dann das Ganze fertig mit Concealer und so aus. Auch für Puder habe ich nur ein Produkt für euch und zwar das Huda Beauty Puder. Meins ist jetzt in der Farbe Pound Cake, die ist für mich optimal. Dafür nehme ich diese Puderquaste, die ist von Amazon, das ist so ein 5er-Set. Ist für mich die schönste und am besten oder lang anhaltendste Variante, Concealer zu setten. Ich dippe das hier rein in dieses Netz, dadurch habt ihr auch nie viel zu viel Produkt dran und gehe damit einfach einmal genau da lang, wo ich gerade Concealer aufgetragen habe. Das Ganze mache ich auch noch an meinem Kinn, um meine Nase herum und an der Stirn, also einmal die komplette T-Zone entlang, nur nicht auf der Nase. So, wenn ich das gemacht habe, kommen wir jetzt zum nächsten Part, und zwar zum Bronzer. Bronzer kann ich euch nicht wirklich sagen. Ich finde so viele Bronzer so gut. Und ich kann mich wirklich nicht entscheiden. Den Bronzer, den ich heute nehmen werde, ist der Hoola Bronzer von Benefit. Ich finde ihn super. Ist
eins der wenigen Produkte, die ich mal, wo ich am Boden angekommen bin. Passiert mir eigentlich super selten, weil ich es nie schaffe, Produkte aufzumachen. Ihr könntet auch hier runtergehen. Ich mag das bei mir nicht. Ich finde, das unterstützt meine Gesichtsform nicht wirklich. Deswegen mache ich das nicht. Genau. Ich plane ja kein großartiges Augen-Make-up heute. Was ich aber dann immer mache, ist mit einem fluffigen Pinsel in meinen Bronzer, den ich genommen habe, zu gehen. Und meine Lidfalte so ein bisschen aufzuwärmen damit. Damit es einfach nicht so karg und so leer aussieht. Hiernach nehme ich jetzt nochmal meine Puderkaste und ein helles Puder. Das ist jetzt von Colourpop. Ihr könnt aber auch einfach Babypuder oder ein gepresstes helles Puder nehmen. Einfach irgendwas, was heller ist als eure Hautfarbe. Genau. Dafür dippe ich jetzt hier einmal rein. Habe hier relativ viel Produkt dran. Und ziehe dann einmal hier drunter lang. Jetzt werde ich das auch nochmal neben meiner Nase machen. Und zwar hier und hier. Jetzt werde ich einen Blush nehmen. Ich werde diesen pinken von Dior benutzen. Ich finde den unglaublich gut. Aber wenn ihr wirklich nicht viel Geld für einen Blush ausgeben wollt, der super ist, meiner Meinung nach, die Essence Blushes, mega, mega schön. Das hat immer so einen Face Tint Look für mich. Es sieht einfach aus, als wäre es wirklich eure Haut, die diesen rosa Ton hat. Wenn ich jetzt einfach super irgendwie so cute aussehen will, nehme ich einen richtig fluffigen großen Blushpinsel. Und wenn ich so ein bisschen more serious aussehen will, nehme ich einen kleinen Blushpinsel. Wie zum Beispiel diesen hier. Der ist jetzt auch von BH Cosmetics. Ja, und diesen nehme ich heute, weil ich irgendwie mehr Lust auf diesen Look habe. Ich weiß nicht. Ich kann es auch nicht genauso gut Ich kann es auch nicht so gut erklären, was ich meine, aber ich hoffe, ihr wisst. Und weil das mir jetzt noch nicht genug ist, nehme ich jetzt noch einen Blush von MAC. Und zwar einen ziemlich dunklen und kühlen. Das ist die Farbe Fever. Die finde ich auch wirklich unglaublich schön. Und damit mache ich es jetzt ein bisschen weniger pink. Ich nehme jetzt diesen Pinsel hier und wische damit das Puder weg. Wenn euch, by the way, diese Line bei mir gerade doch ein bisschen sehr harsh, dann nehme ich den Pinsel und blende die Linie so ein bisschen zusammen mit meinem Bronzer. Jetzt kommen wir zum letzten Teil der Base, das ist Highlighter. Meiner Meinung nach sieht ein Highlighter, der glowy ist, besser aus als ein Highlighter, der glitzert. Ich zeige euch mal, was ich meine. Okay, hier oben ist ein Highlighter, der glitzert, hier unten ist einer, der glowy ist. Ich bin mir unsicher, ob man den Unterschied erkennen kann. Der oben hat einfach prinzipiell viel größere Partikel, deswegen hat das ja einen glitzerigeren Effekt. Und die anderen sind halt viel, viel feiner, dadurch sieht es einfach nur nach einem richtig freshen, gesunden Glow aus. Der einzige Contour, der sich meiner Meinung nach lohnt von Charlotte Tilbury, ist dieser Highlighter. Den finde ich wirklich gut, der ist wirklich schön. Man braucht von Highlighter eh nicht wirklich viel Produkt. Deswegen den finde ich wirklich sehr, sehr schön und den mag ich auch wirklich gerne, wie ihr vielleicht sehen könnt. Aber ich habe eine neue Liebe entdeckt. Und zwar ist das der Hourglass Highlighting Stick. Ich musste dafür, glaube ich, eine Niere verkaufen, um ehrlich zu sein. Das ist die Farbe Gold Flash. Und ich finde den wirklich sehr, sehr hübsch. Ihr könnt den mit dem Pinsel oder mit dem Finger auftragen. Ich habe mich jetzt für Finger entschieden heute. Und habe den auch dann auf meinen Mittelfinger und tupfe den auf meine Wange auf. Und für meine Nase und meinen Augeninnenwinkel nehme ich immer, immer lieber einen pudrigen Highlighter. Da werde ich heute einen von Zaya nehmen und zwar die Farbe Portofino. Die finde ich wirklich unglaublich schön. Und nehme diesen kleinen Pencil Brush. Das ist von Morphe die Nummer E36 und trage das einmal in meinen Augeninnenwinkel auf. Und auf meine Nasenspitze und hier. Kleines bisschen nur auf die Bridge. Ja. Wenn ihr das Auge, also ich finde meine Augen sehen groß genug aus, vor allem durch die Wimpern. Wenn ihr eure Augen öffnen wollt, nehmt gerne noch einen helleren Highlighter für den Augeninnenwinkel als für den Rest eures Gesichtes. Dadurch öffnen sich die Augen noch ein bisschen mehr. So, jetzt gehe ich noch drüber mit einem Setting Spray. Ich habe mich absolut in das Airbrush Setting Spray von Charlotte Tilbury verliebt. Ich finde das unglaublich gut. Das sage ich auch, glaube ich, bei jedem Produkt. Aber ich finde alle Produkte, die ich euch zeige, wirklich sehr, sehr gut. Sonst würde ich sie euch nicht zeigen. Und das sprühen wir uns jetzt erstmal rauf.
Normalerweise würde ich jetzt sagen, müsst ihr eure Wimperntuschenwimpern aufkleben, wie ihr wollt. Wie gesagt, ich habe momentan meine Lash Extensions oder was ich auch immer mir hier selbst gebastelt habe. Und das war mein Make-up-Tutorial oder mein, ja, ja, nee. Das war mein Make-up-Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt dem Video gerne einen Daumen hoch. Folgt mir gerne. Kommentiert wie immer gerne, was ich verbessern kann oder was ihr gerne noch auf diesem Kanal sehen wollen würdet. Und ja, ich habe euch ganz sehr lieb.